Moin Leute, heute gibt es wieder ein neues Video. Und zwar war der Non-Drescher-Fahrer Sonne, dann hat sich die Kamera mal angeschnallt und hat für euch sozusagen Capview aufgenommen, dass ihr das von Dreschen Oma seid, weil ich das selber nicht dresche, weil ich das selber kein Drescher habe, das wisst ihr, habe ich schon mal gesagt. Das Ähnliche ist, was nicht ganz so geklappt hat, der Winkel ist nicht ganz so optimal getroffen. Also finde ich zumindest, ich hätte ein Stück weiter runter sein können, die Kamera. Aber das war alles ein bisschen schnell und hektisch an dem Tag und bin froh, dass es überhaupt gemacht hat, dass ihr aber mal einen Einblick habt. Das Video habe ich aufgenommen am 1.8. Am Dienstag war das, da haben wir noch Weizen gedroschen. Und ich habe ja dann nachmittags, an dem Dienstag habe ich ja auch noch Livestream gemacht gehabt vom Strohpressen, die 12 Hektar, die da gedroschen wurden. Ja, und das ist das, was ihr seht. Dann so zum aktuellen Stand der Ernte ist es jetzt, also heute ist der 6.8., wo ich das Kommentar jetzt noch dazu aufnehme. Das wird wahrscheinlich morgen, denke ich mal Montag, am 7. hochgeladen, so wie der Plan jetzt ist. Und der Stand ist jetzt eben, dass wir bis auf drei kleine Ecken, Hafer, alles geerntet haben an Getreide. Wir haben jetzt noch, wo der Tritikale stand, habe ich noch die eine Wand Hafer stehen, weil die nicht geworden war im Frühjahr. Und dann habe ich die zwei normalen Stücken Hafer, die ich noch angebaut habe. Das sind ungefähr am ganzen, ich glaube, 2,5 Hektar, die noch zu dreschen sind, aber sonst alles gut. Stroh ist eben soweit auch alles gepresst. Ich habe jetzt noch 2 Hektar Weizenstroh da liegen, aber die werden jetzt so wahrscheinlich eben Montag, wenn das Video kommt, gepresst. Da werden wir nochmal kleine gebündelt machen, aus dem Grund für die Tletierhalter zum Verkaufen noch. Das ist immer gut nachgefragt. Und jetzt ist eben, wie gesagt, die restliche Arbeit soweit alles abgeschlossen. Dann geht das jetzt schon wieder Richtung Bodenbearbeitung, Stoppelsturz, Zwischenfrucht aussehen. Und dann ist ja nicht mehr lange hin, dann muss ja schon wieder vom Raps der Acker vorbereitet werden. Und ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Und dann könnt ihr mal entspannt zuschalten und testen.